Hallo Leute, mein Name ist HotzST und ich habe hier die Gleise bis hier unten hingelegt. Aber hier ist uns ein Nest im Weg und gleich daneben ein zweites, bevor wir ans Uranerz kommen. Das heißt, ich muss die mal aus dem Weg räumen. Und weil das ein bisschen dauern kann, denke ich, mache ich hier einen Schnitt. Denn wir haben ja erst kürzlich eine ganze Folge gehabt, wo es nur um die Nester ging. Also, ich sehe euch gleich. Die Nester hier unten sind nun weg. Das heißt, nun gilt es, die Eisenbahnlinie zu verlängern bis ganz nach unten. Und wo notwendig, Klippen aus dem Weg zu schaffen. Falsche Richtung. Ich habe mich auch ein bisschen mit Türmen und Mauern eingedeckt. So dass wir schon mal anfangen können, die Mauer rund um unser Feld da unten aufzubauen. Und wir sind auch bald mit der Forschung durch, die wir noch machen können. Danach brauchen wir lila und gelbe Fläschchen. Oder zumindest das eine oder das andere. Aber wir müssen ja sowieso alles forschen. Dann hier unten wieder durch. Okay. Dann hier ist unser Erzfeld. Wir brauchen hier mal einen Bahnhof. Dazu brauchen wir die Gleise von oben drunter. Weiß. Auf welcher Seite wir einfahren. Signale kommen auf der Innenseite, das heißt, hier fahren wir raus, hier fahren wir rein. Das heißt, wir machen die Kurve so rum. Wo ist mein Bahnhof? So, jetzt die Beladung
Hier. Machen wir einseitig mit Holzkisten. Denn wenn alle Holzkisten voll sind, dann bekommen wir auch einen Waggon voll. So, und dann brauchen wir drüber nochmals einen Bahnhof. Das ist Ranerzfeld. Und das wird dann Ranerzfeld Schwefelsäure. Denn die müssen wir ja auch entladen. Machen wir hier mal zwei solche ran und dann und hier. Sehr schön. Ja, die Kurve rum machen. Brauchen wir hier so ein Signal. Und da machen wir dann die Kurve so hoch. Dann sind uns wahrscheinlich hier ein paar Bäume im Weg, damit wir von unten aufkommen. Sehr gut. Hier ein solches und hier auch. Dann müssen wir irgendwie hier ran. Das könnte funktionieren. Dann hier daran. Sehr schön. Ja. So, hier verbinden wir und dann die Mauer. Geht hier rüber. Brauchen wir ein Tor, aber wir können gleich hier runterziehen zu dieser Klippe, können die Klippe mit einbeziehen, spart uns einige Mauerteile. So.
Das war's auf dieser Seite. Hier denke ich, gehen wir auch gleich hier wieder runter. Und natürlich habe ich zu wenig Mauern. Hier ein Tor, auf der anderen Seite ein Tor. Und dann sieht das Feld doch schon fast so aus, wie wenn wir hier etwas abbauen könnten. Ich will noch Kissen. Tyler, dann müssen wir sehen, wie wir hier mit dem Erz reinkommen. Aber ich gehe doch schnell mal noch das fehlende Material holen und bin dann gleich wieder zurück. Nun sollte ich alle Materialien haben, die ich hier benötige. Vielleicht ein bisschen zu wenig Lasertürme. Und Mauern, so wie es aussieht. Zwei Stück zu wenig. Okay. Habe aber auch das Tor hier auf dieser Seite. Und dann 20 Stück habe ich. Ein paar hier oben. Hier von dieser Seite erwarte ich weniger Ansturm. Wahrscheinlich hier von unten. Und dann brauchen die alle eine Stromverbindung. So, wie sehen wir aus? Okay. Dann den Zug hier. Das ist unser Schwefelsäurezug. Den beladen wir voll und dann fahren wir Uranerz-Schwefelsäure bis leeres Frachtinventar oder 2 Minuten vergangen. So. Und den müssen wir noch auf automatisch stellen.
Und hier sagen wir maximal einen Zug. Und dann hier die Bänder so rüber. Okay, wo kommen die her? Wahrscheinlich von da drüben. Aber wir werden ja bald Nuklearpower haben. Und dann können wir wirklich mit Lasertürmen aufrüsten. Linien bekomme ich hier raus. Hier, perfekt. Also die geht gleich hier rein. Dann hier noch einen Teiler. Und da die letzte. Und dann müssen wir nur noch die Schwefelsäure anschließen. Hier. Okay, das war's mit der Forschung, was wir machen können. Dann müssen wir nächstes Mal sehen, wie wir da dann wirklich Fortschritte machen. So. Gut. Und das heißt, unser zweiter Zug, der hier, der kann dann von vom Uranerzfeld volles Frachtinventar bis Uranbahnhof, leeres Frachtinventar. Sehr gut. Brauchen vielleicht noch ein Radar hier.
wir hier in der Mitte, damit wir auch sehen, was so abgeht, wenn wir nicht hier sind. Sehr schön, wie das funktioniert. Und dann denke ich, ich muss mich dann mal um Kupfererz und Stein kümmern. Denn die Felder, die da direkt, die wir am Anfang angeschlossen haben, die sind fast leer. Aber ich denke, das ist ein Projekt für nächstes Mal. Also schaltet einfach wieder ein, wenn ich die Ressourcenknappheit erschlage oder erledige. Denn wie wir sehen, hier bekommen wir fast keinen Ziegelstein raus. Und Kupfer sieht auch ziemlich mager aus. Okay, in dem Fall bis dann. Tschüss.